Jo Leute, mein Name ist Tim und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vor kurzem habe ich ein Video hochgeladen, in dem ich alle Pokémon, die mit dem Schneelanden der Kronen-DLC zurückkommen werden, mal in eine kleine Tier- bzw. Top-Liste eingeordnet habe und meine persönlichen Favoriten vorgestellt habe, sowie Pokémon, naja, die nicht zu meinen Favoriten zählen. Das Ganze kam bei euch mega gut an, ihr habt sehr viele Kommentare geschrieben, was mich sehr gefreut hat, also nochmal ein ganz, ganz großes Danke für euren Support bei diesem Video. Und darum dachte ich, hey, setzen wir uns doch heute mal wieder gemeinsam an eine solche Tierliste. Heute mit dem Thema legendäre Pokémon. Und wie immer bin ich jetzt schon sehr gespannt darauf zu erfahren, was eure lieblingslegendären Pokémon sind und wie ihr am Ende des Videos zu meiner Tierliste stehen werdet. Also schreibt es mir liebend gerne in die Kommentare, ich würde mich freuen. Außerdem, wenn euch das Video gefallen sollte, lasst gerne eine positive Bewertung da oder abonniert den Kanal, um keinen weiteren Pokémon-Content zu verpassen. Und dann würde ich mal sagen, starten wir direkt los. So, hier sehen wir jetzt alle legendären Pokémon, die es so bisher in den Spielen gab. Das Problem bei dieser Tierlist ist, die ist zweigeteilt, in Anführungszeichen, denn bis hierhin, ich habe das mal ein bisschen strukturiert, sind alle legendären Pokémon, sofern mir da nichts durch die Lappen gegangen ist. Einschließlich auch des DLCs und deswegen sehen wir auch Koronospa zum Beispiel. Und dann habe ich hier so eine Trennung gesetzt und dann kommen nämlich die ganzen mysteriösen Pokémon, die mit in der Tierlist waren, weil man muss ja ein bisschen unterscheiden zwischen Legendaries und Mythicals, denn Mythicals sind Pokémon, die eigentlich nur zu bestimmten Events verteilt werden und an die man so normal in-game gar nicht rankommt, oder meistens zumindest nicht. Und deswegen habe ich die erstmal hier rausgelassen. Vielleicht werde ich aber diese Pokémon auch demnächst in einem separaten Video behandeln. Falls ihr das gerne sehen wollen würdet, schreibt gerne in die Kommentare. Dann würde ich sagen, legen wir los, liebe Leute. Wie gesagt, lasst am Ende des Videos gerne eure Meinung zu dem Ganzen in den Kommentaren. Da würde mich sehr freuen. Die sind dann ein bisschen durcheinander gemixt, ne? Also nicht irgendwie chronologisch nach Gen oder so. Deswegen gehen wir einfach mal nachher nach durch. Fangen wir an mit Arctos. Und Arctos, ich möchte ehrlich sein, Arctos ist für mich ein Instant Catch. Ich finde, Arctos ist wirklich eins der schönsten Legendaries, die es gibt. Wobei, ich bin mal vorsichtig, okay? Ich bin mal vorsichtig. Ich würde erstmal sagen, es ist mein Meisterbewerk. Klar, Arctos ist nicht so stark, aber es ist ein unfassbar schönes Legendary. Dann haben wir Turbutz und ich finde Turbutz okay. Also ich mag es von dem Seen-Trio auf jeden Fall am meisten. Spoiler. Turbutz ist in Ordnung. Turbutz ist in Ordnung, aber nichts, worauf ich super scharf wäre. Dann Celebi ist ein Pokémon, das ein Mythical ist, was gar nicht hier oben reingehört. Das läuft ja gut. So, dasselbe gilt für Cobalion, nicht der allergrößte Fan. Cosmog ist halt ganz cute. Cosmog ist ganz cute, aber halt irgendwie auch so... Ha, nichts Spannendes. Und Cosmovum ist halt... Es schläft... Es kriegt nichts von der Welt mit. Was soll ich mit diesem Pokémon? Ich kann es mal ins Regal stellen. Aber sonst, ich könnte es mir um den Hals binden, wenn es nicht 1000 Kilogramm wiegen würde. Aber ansonsten nicht so spannend, dieses Pokémon. Cresselia ist so ein Pokémon wiederum, das ich eigentlich ganz cool finde. Ich mag das optisch sehr, sehr gerne. Ich weiß, viele Leute hassen das Ding aus kompetitiver Sicht. Im Grunde wäre das so ein Pokémon, wo man auf jeden Fall einen Beiß dabei werfen sollte, weil das ist halt so ein Pokémon, das so ein Roaming-Encounter, der durch die Region zieht und die sind ganz furchtbar zu fangen, aber ja. Dialga, Palkia. Wobei Palkia sehe ich jetzt gerade nicht, aber Dialga auf jeden Fall. Ich sag's, wie es ist. Kein Fan von Dialga. Kein Fan von Dialga. Ich glaube, ich würde es hier hinsetzen, aber ich bin wirklich kein Fan. Entei wiederum bin ich sehr, sehr großer Fan von. Entei ist großartig. Ein absolut großartiges Pokémon. Dasselbe gilt für Giratina, aber vor allem für Giratina in der Ursprungsform. Giratina in der Origin-Form ist... Ich finde das so unglaublich episch einfach. Ich hasse dieses Wort eigentlich. Episch ist einfach so overused in der heutigen Zeit. Aber was anderes fällt mir zu diesem Pokémon nicht ein. Es sieht einfach unglaublich gut aus. Es ist monströs, es wirkt bedrohlich, es wirkt gewaltig. Die Sequenz in der Zerrwelt war richtig cool. Ich bin großer Fan. Groudon und Proto-Groudon, also Groudon finde ich sehr cool, Proto-Groudon ist okay, ist mir ein bisschen too much, aber Groudon und Groudon ist in Ordnung. Heatran, würde ich hier hoch reinsetzen. Ich habe es in meinem Schneeland der Kronen-Ranking schon gelobt, ja, das ändert sich bei mir auch immer ganz gerne mal so ein bisschen, aber ich glaube, wenn ich jetzt Entei vor mir hätte und Heatran, ja, wobei ich würde es... Ich würde es ganz hoch aber hier reinsetzen. Aber ganz, ganz hoch, okay? Heatran ist schon ein cooles Pokémon. Aber Entei so als Legendary Encounter
wie soll ich sagen, es wirkt legendärer. Ich finde, Entei wirkt nochmal ein Stück legendärer als Seedrin. Wisst ihr, wie ich das meine? Okay. Dann haben wir Ho-Oh. Und Ho-Oh ist ein Pokémon, das ich auch sehr, 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 sehr attraktiv finde, was das betrifft. Einfach ein sehr gewaltiges Pokémon. Ähnlich wie bei Arctos. Also, bin ich großer Fan. Ich würde es vielleicht vom Legendary-Standpunkt her sogar ein Stückchen darüber setzen. Auch da, die Sequenz war einfach extrem gut. Ich würde, wenn ich die ein bisschen sortieren müsste, würde ich die vielleicht... Eigentlich passt es so. Eigentlich passt es so, wie es ist. Dann haben wir Kyogre und Proto-Kyogre. Ich finde Kyogre halt okay. Ich finde es schlechter als Groudon, aber okay. Proto-Kyogre würde ich auf jeden Fall... Ja, ich würde es dann auch hinter Proto-Groudon setzen, ne? Damit wir mal fair bleiben. Da haben wir die Kyurem-Form. Und bei Kyurem muss ich sagen, Kyurem White finde ich ziemlich in Ordnung. Und die anderen beiden Formen, bei Kyurem Black... Ja, Kyurem Black würde ich so hinter Kyogre setzen. Ich weiß nicht, Kyurem White sieht für mich irgendwie einfach so ein bisschen... Ich mag Reshiram auch mehr als Zekrom. Fun Fact. Und das sieht für mich einfach ein bisschen geschmeidiger aus. Und Zekrom, also das schwarze Kyurem ist irgendwie so klobig. Und Kyurem, ich mag Kyurem grundsätzlich als Legendary auch sehr gerne, aber ich würde das normale Kyurem dann ein Stück hier rüber setzen. Das ist halt so, man merkt, da fehlt noch ein bisschen was, ne? Dann haben wir Demeteros und das normale Demeteros finde ich halt okay, beziehungsweise, ja, die normalen Djinns finde ich halt nicht so spannend, die würde ich halt, ja, ich weiß nicht, die normalen Djinns sind halt so Copy-Paste-Pokémon, ne? Die würde ich so, ich glaube, hier würde ich so ungefähr hinsetzen, wenn nicht sogar am Anfang hiervon, aber die Tiergeistform von denen finde ich halt richtig gut und ja, auch Demeteros in der Tiergeistform, super gut, liebe ich. Dann haben wir hier Megalatios und Megalatias und ich habe keine Ahnung, welches was ist. Bin kein Fan. Bin leider kein Fan von diesen Pokémon. Absolut nicht. Latias und Latios wiederum selber sind durchaus in Ordnung. Auf jeden Fall. Würde ich etwa hier hinsetzen. Ich glaube, ja, so ungefähr. Ich mag Latios ein bisschen mehr als Latias. Lugia. Ja, Lugia ist so ein Legendary. Ich finde es halt leider deutlich weniger spektakulär als Ho-Oh irgendwie. Auch wenn es einen sehr, sehr coolen Film hatte, muss man sagen. Würde ich vom Legendary-Standpunkt aus, ich schätze, hier so hinsetzen. Ja, doch, ich denke, das passt. Lunala, ja, Lunala ist leider auch ein Pokémon. Das ist okay, aber es gibt mir leider nicht allzu viel. Vesprit gibt mir in etwa dasselbe. Mew ist Mythical, das passte wieder gut aufgepasst. dann haben wir die beiden Mega, Mewtwo und die Mega Mewtwo von. Also Mewtwo grundsätzlich, super gutes Legendary. Super gutes Legendary, würde ich etwa, ja doch, setzen wir es da ein. Also Mewtwo hat ja wirklich sehr viel auch, also auch die Lore hinter Mewtwo ist ja ganz cool, ne, für ein Pokémon-Spiel, deswegen, das ist schon interessant, würde ich auf jeden Fall da einsetzen. Mega Mewtwo X, absolut uninteressant. Mega Mewtwo Y ist okay, würde ich vielleicht hier so hinsetzen. Ist ein bisschen okay, aber irgendwie, Mega Mewtwo tat auch nicht nur, Mega Mewtwo... Wirkt auch wieder einfach nur wie so ein einziger Marketing-Move, der, naja, er fühlt sich nicht so richtig an. dann haben wir Lavados. Und Lavados ist auch so ein Ding, wo ich sage, das ist in Ordnung. Da gibt's Schlimmeres, da gibt's Besseres. Ich würde es, glaube ich, auch hier so hinsetzen. Dann haben wir Necrozma und seine ganzen Formen. So Necrozma grundsätzlich finde ich eigentlich ganz cool. Also das würde ich schon hier so höher hinsetzen, glaube ich. Also Necrozma an sich finde ich ganz interessant. Dann haben wir ja hier die beiden Formen von Solgaleo und Lunala. Und tatsächlich finde ich die Form von Lunala nicht so cool. Ich mag die Solgaleo-Form irgendwie sehr. Ich mag diesen Kontrast zwischen diesem leuchtenden, strahlenden Gelb und dem schwarzen Rüstungsteil von Necrozma. Das finde ich ganz cool. Ich überlege, ob ich Necrozma vielleicht sogar insgesamt ein bisschen höher setze. Oder wir setzen... Es ist gerade schwierig. Okay, nein. Wisst ihr was? Wir lassen das so. Aber ich finde... Ich finde Ultra Necrozma tatsächlich ziemlich cool. Ich muss gestehen, ich finde Ultra Necrozma ziemlich, ziemlich cool. So vom Legendary-Standpunkt aus, versteht ihr? Also ich mag Necrozma grundsätzlich generell. Aber dann sollte ich es eigentlich ein bisschen höher setzen schon, ne? Ne, wir lassen es so. Oh mein Gott, ich kann mich aber nicht entscheiden. Aber Ultra Necrozma, der Kampf war halt furchtbar schwer. Und ich mochte aber auch die ganze Sequenz von Ultra Necrozma in Ultra Sun und Moon sehr gerne. Eine der wenigen Dinge, die ich in Usum gerne mag, ehrlich gesagt. Aber Ultra Necrozma, finde ich, war ganz cool in Szene gesetzt. Palkia, wie gesagt, kein Fan. Bin kein Fan von den beiden. Raikou ist okay, aber leider... Also Raikou ist für mich nicht so stark wie Entei. Ist in Ordnung.
Würde ich hier so hinter Kyurem, vielleicht würde ich sogar vor Kyurem setzen. Oder nein, nein, das passt schon so. Dann haben wir Rayquaza. Und Leute, ganz ehrlich, Rayquaza. Rayquaza ist einfach ein furchtbar ikonisches natürlich, aber auch ein ultra gut designtes Legendary. Ich bin ein ganz großer Fan. Ich mag auch Mega Rayquaza extrem gern. Ich würde es dann direkt dahinter setzen. Auch das ist vielleicht für einige ein bisschen too much. Aber auch das kann einfach so viel. Er ist einfach der absolute Overkill. Es hat sein eigenes Tier damals im Smogon Meta bekommen. aber super stark. Außerdem, Rayquaza kann einfach ein Item tragen und seine Megaform einnehmen, okay? Wie broken ist das bitte? Da haben wir die Regis und ich habe schon mal gesagt, die Regis, ich bin kein großer Fan von den Regis. Ich würde sie so ungefähr einordnen, denke ich. Nein, ich wollte Regis hier vorsetzen, ja, ich denke so ungefähr kommt es hin. Da haben wir Reshiram und ganz ehrlich, Reshiram ist ein Legendary, das ich sehr, 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 sehr schön finde. Das würde ich sogar vor Arctos, glaube ich, setzen. Oder hinter Arctos. Hinter Arctos, aber vor Entei. Hinter Entei, aber vor Giratina. Nee, das finde ich sehr, sehr gut. Amigento ist ein Pokémon, das ich ganz, ganz lange nicht auf dem Schirm so richtig hatte. Aber auch nicht, dass es ein Legendary ist, ehrlich gesagt. Ich muss sagen, Amigento gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich würde es hinter Kyurem Black packen. Ich bin eigentlich designtechnisch schon ein großer Fan. Wovon ich auch ein extrem großer Fan bin, ist einfach Suicune, Leute. Suicune, auch easy eins meiner absoluten Lieblings-Legendaries. Würde sogar knapp hinter Giratina setzen. So ein anmutiges und großartiges Pokémon. Absolut begeisternd. Dann haben wir die Kapus und ja, ich find Kapuriki ganz cool. Kapukime noch ein bisschen cooler. Kapu Toro und Kapu Fala, die existieren halt so. Die sind okay. Ich finde die nicht schlimm oder so. Ich finde die aber auch nicht spannend. Aber die beiden finde ich ganz cool. Kime und Riki, da bin ich Fan. Terrakium würde ich ja so hier hinsetzen, hinter Raikou. Das finde ich auch sehr cool. Voltolos in der Tiergeistform, by the way. Ich sag's, wie es ist. Super cooles Ding. Super cooles Ding. Ich liebe Voltolos in der Tiergeistform. Boreos in der Tiergeistform ist auch ganz cool. Würde ich aber weitaus niedriger ansetzen. Vielleicht so... ich schätze mal so vor Groudon. Oder nein, vor den normalen Giratina, aber hinter Reshiram. Ja, doch, doch, doch. Ich denke, das passt ganz gut. Okay, dann haben wir noch die normalen Djinns. Und ja, wie gesagt, die normalen Djinns finde ich jetzt nicht so mega spannend. Die sind ganz cool einzeln, finde ich. Aber halt als Trio sind die super langweilig. I don't know. Gibt mir nicht viel. Typ 0 muss ich leider auch sagen. Ich mag die Story hinter Typ 0, aber ansonsten kann ich mit Typ 0 nicht so viel anfangen. Würde ich ja ungefähr hier so hinsetzen. Selfe finde ich auch einfach uncooler als Vesprit. Das ist alles. Und langsam kommen wir doch dem Ende entgegen. So viel ist es nicht mehr. Dann haben wir noch Viridium. Was für mich leider auch das Unspannendste der Ritter der Redlichkeit ist. Ich würde es zwischen Selfe und Vesprit setzen. I don't know. Wobei, nein, ich würde es hinter Selfe setzen. Xerneas, die Welthall. Xerneas ist okay, I guess. Würde ich tatsächlich hier hinsetzen. Und die Welthall. Ich glaube, ich würde die Welthall hier zwischen placen. Ich weiß, oder setzen wir es hinter Xerneas. Komm. Tun wir die beiden zusammen. Tun wir die beiden einfach zusammen. Die Welthall gibt mir leider nicht ganz so viel wie Xerneas. Aber Solgaleo finde ich sehr, sehr cool, Leute. Würde ich einen Meisterball benutzen für Solgaleo? Ich denke schon, aber schon weitaus niedriger als die anderen. Zapdos würde ich direkt vor Lavados setzen. Geben mir in etwa dieselben Vibes. Und Zekrom mag ich auch, aber Reshiram ist für mich definitiv das coolere Gen 5 Cover Legendary. Würde ich aber hier so hinsetzen. Ich finde Boreos in der Tiergeistform ein bisschen cooler, aber Zekrom über Giratina. Ich müsste Groudon, glaube ich, ein bisschen höher setzen dann. Ich glaube, ich würde Groudon hier in Setten am Ende des Tages. Genau, gut. Dann haben wir noch die Zygarde-Form. Also Zygarde und die ganzen Formen von Zygarde. I don't know. Also das normale Zygarde ist okay, I guess. Würde ich hier so zwischensetzen. Das Hundeform Zygarde, es ist halt ein Hund, ne? Mehr kann ich zu diesem Pokémon einfach nicht beisteuern. Es ist halt ein Hund. Ja, würde ich hier einfach unten hinsetzen. Aber hier, Zygarde in der, wie ich sie nenne, Obelisk, den Peinigerform. Es ist einfach ein ultra brachiales, gewaltiges Pokémon. Ich finde es leider, ich habe irgendwie wenig Berührungspunkte mit dem Ding. Aber es ist einfach brachial, es ist monströs. Legendary sehe ich schon bei dem Ding auf jeden Fall. Ich denke, ich würde es hier so,
Aber ich denke, ich würde es hinter Necrozma packen. Hinter Necrozma, ich denke, das ist okay. Ja, doch, doch, doch. Dann haben wir jetzt hier Gen 8, Leute. Zacian Zamazenta. Ich will ehrlich sein, Zacian, unfassbar cooles Pokémon. Unfassbar cooles Pokémon. Ich mag es mittlerweile sehr, sehr gerne. Ich glaube, ich würde es unter Lavados, Ho-Oh setzen, aber Zacian, extrem cool. Am Anfang war ich nicht so überzeugt von Zamazenta und Zacian. Ich fand die nicht schlecht, aber nicht mega crazy. Mittlerweile muss ich sagen, auch mit der ganzen Story hinter denen, die erzählt wurde, ich mag die beiden sehr gerne. Doch, doch, bin großer Fan. Zamazenta würde ich vielleicht ein bisschen niedriger ansetzen, so, ja, ich denke, hier so ungefähr hin, aber das passt schon. Ich mag leider die normalen Formen von den beiden nicht sehr. Da bin ich nicht der allergrößte Fan. Also ich glaube, die würde ich sogar relativ niedrig setzen. Ja, hier so ungefähr hin. Also von den normalen Formen bin ich nicht so der größte Fan, aber ihre Schild- und Schwertformen, die sind richtig gut. Endynalos finde ich auch sehr in Ordnung tatsächlich. Endynalos würde ich... Ich würde es so vor Lunala setzen. Ich denke, das wird ganz gut passen. Aber ich mag... Ich finde die... Die G-Max-Form von Endynalos, also da kann ich gar nichts mit anfangen. Das ist für mich einfach die Meisterhand irgendwie aus Smash Bros. Kann ich leider nicht viel mit anfangen. Koronospa, wir wissen ja noch nichts zu der Story von dem Pokémon. Also kann ich es nur optisch bewerten und optisch finde ich Koronospa leider nicht so nice. Das würde ich sogar noch, würde ich hier ganz hinten dran setzen. Was Vulaoso und Dakuma angeht, ich denke, das ist okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was an Vulaoso so super legendary sein soll. Das ist so ein kleines Problem, was ich mit diesem Pokémon habe. Ich finde Dakuma, ja, es ist okay. Vulaoso an sich ist ganz cool, denke ich. Aber nichts, wo ich jetzt einen Meisterball für werfen würde. Ich denke, ich würde tatsächlich hier so einordnen. Ich finde die Fokusform cooler als den fließenden Stil mittlerweile. Aber ansonsten, es ist in Ordnung. Aber dann haben wir noch, wir kommen langsam zum Ende. Ich würde übrigens noch kurz die G-Max-Form dahinter packen. Ich mag die G-Max-Form von denen tatsächlich sehr gerne. Die finde ich ganz cool. Aber dann haben wir jetzt noch hier die neuen Legendary, noch die anderen neuen Legendary-Pokémon, beziehungsweise deren Formen. Vielleicht mal erst die Regis, ja. Regidraco und Regieleki. Auch da, ne, generell bei denen kann man ja nur das Optische eigentlich so bewerten. Und die finde ich besser als die normalen Regis. Ich denke, ich würde sie sogar zwischen... Nein, ich würde sie hinter Dakuma packen. Ich mag Regidraco mehr als Eliki. Das ist okay. Wie gesagt, bin ich der allergrößte Regi-Fan, aber das ist in Ordnung. Aber dann haben wir noch zu guter Letzt die Galar-Form von Zapdos, Lavados und Arctos, Leute. Da muss ich sagen, Lavados erstmal finde ich am schwächsten von den dreien. Ist cool, aber finde ich am schwächsten von den dreien. Würde ich... Ich glaube, hier so zwischensetzen. Zwischen Zygarde und Necrozma in der Lunala-Form. Dann haben wir Arctos in seiner Galar-Form, was ich richtig cool finde. Das würde ich, ich denke knapp vor Giratina setzen. Ja, ich denke, da ist es ganz gut aufgehoben. Und dann haben wir aber noch Zapdos in der Chocobo-Form. Und das finde ich halt auch richtig stark, ne? Also das finde ich halt wirklich, wirklich, wirklich richtig cool. Und das würde ich knapp hinter Groudon setzen. Damit wäre ich, denke ich, fein. Und ja, Leute, das ist soweit meine Legendary Tierlist. Hier unten haben wir noch die Mythicals, aber die würde ich mir irgendwann anders mal vornehmen. Aber ja, wie gesagt, hier unten habt ihr die Legendaries, mit denen ich leider so gar nichts anfangen kann. Dann, ja, Legendaries, die mir nicht so gut gefallen. Die sind halt alle okay. Und hier oben ist halt dann so langsam die Creme de la Creme der Legendary Pokémon. Aber, Freunde, genug von meiner Seite. Wie sieht es bei euch aus? Was sind eure lieblingslegendären Pokémon? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich extrem interessieren. Und wie fandet ihr das Video? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Falls ihr mehr von diesen Tierlist-Videos sehen wollt, bin ich sehr gespannt auf euer Feedback zu dem Ganzen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen traumhaften Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.